So, hier wieder eine Govalo-Episode und die Basis, die eignet sich ja wirklich wunderbar dafür. Und zwar, wenn man sich ansieht, wenn ich hier hineingehe mit zwei Golems, ein paar Magiern, erledige ich drei Luftabwehren, X-Bögen sind auf Boden und ich erledige gleich vier Bogitürme mit. Das heißt, ich habe nur mehr die Teslas, die wahrscheinlich irgendwo außen stehen. Und diese Luftabwehr, wobei diese Luftabwehr dann so weit im Eck steht, hier ist weg. Das heißt, was ich hier mache, ist, dass ich dann einfach von der Seite anfange mit den Ballonen, dann sind alle Verteidigungen platt und hierher komme ich. Und den Teil, das da ist schon weg, und den Teil schaffen die verbleibenden Walküren und Bodentruppen. Allerdings, ich habe da einen Fehler gemacht, einen gravierenden, dadurch wird das schon fast schief gegangen. So, ich sehe meine Golems soweit noch okay. Magier schnell dahinter, also kommt natürlich die Queen raus, die macht einiges an Schaden. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr Magier sein können. Gut, den Zweck habe ich erfüllt. Gift auf die Queen und auf die Clan-Truppen. Das habe ich relativ schön erwischt, nur den Drachen nicht. Den habe ich ganz schön verfehlt. Wichtig aber war auch da die Queen. Wichtig, Drache ist immer unten beim Schatten. Nicht da oben, sondern immer unterhalb. So, und jetzt setze ich meine Walküren. Und das Problem, ich habe mich zu viel auf den Drachen konzentriert. Der wäre sowieso down gegangen. Und ich habe mit den Walküren zu lange gewartet. Und jetzt war das Problem. Das war eigentlich ein Folgefehler. Hier war Queen und Drachen starke Bedrohung. Jetzt habe ich hier viele Magier eingesetzt. Und dadurch habe ich jetzt hier ein Loch. Und jetzt neigen die Walküren zu außen herumspazieren. Besser wäre gewesen, Walküren etwas früher und vor allem nicht hier, Moment, kurz, nicht hier ansetzen, sondern eher näher hier. Weil dann. Und richtig schlimmer wird es jetzt, erst wenn dieser Minenwerfer down geht, weil jetzt entscheiden sich die anderen auch, dass sie da herumlaufen. Ich bekomme fast keine Walküren hinein. Drei, vier, in etwa, fünf. Nur ich entscheide mich ja trotzdem, den Eilzauber mal zu setzen mit der Wut. King kommt noch dazu, der ist schon platt. Und jetzt ist der gegnerische King platt und noch einmal den Heilzauber zu. Ich konzentriere mich trotzdem auf meine Walküren, weil ich weiß, die Hälfte lebt noch und das reicht aus. Und ich sehe sogar meine andere, die andere. Und jetzt habe ich meine Ballone schon unterwegs. So, die Teslas stehen außen. Die habe ich, den einen rechten habe ich einmal stehen gelassen, weil der wird am Schluss nicht wirklich ein Problem sein gegen die Queen oder verbleibende Walküren. Mich da mal auf die Kanonen konzentriert. Und jetzt ist durch die Ballons einfach. Nachdem die ganzen Bogetürme innen waren, sind außen hauptsächlich nur Kanonen. Und die sind natürlich durch die Ballone relativ schnell weg. X-Bögen waren auch erledigt und das war es dann trotzdem relativ eindeutig. Schock war natürlich groß und wäre schon fast nichts geworden.